Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Hier ist der Arme und ich heiße euch herzlich willkommen hier bei Deutsch-Arabisch. Heute wird politisch, aber mit einem großen Hauch orientalischer Flucht. So würde ich die Folge nennen. Heute habe ich jemanden mit dabei, der vor 5, 6 Jahren hier nach Deutschland kam und gesagt hat, wisst ihr was, ich bin zwar neu hier, aber ich habe Bock doch politisch mitzumischen und mich zu engagieren. Über ihn und um ihn herum gab es in letzter Zeit sehr viel Rambazamba, würde ich sagen. Und ja, und jetzt ist er bei mir hier zu Gast. Wer der ist, das erfahrt ihr gleich von ihm selber. Tarek Al-Aus, herzlich willkommen. Schön, dass du meine Einladung angenommen hast. Deutsch-Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Dankeschön. Tarek, für die Menschen, die dich nicht kennen, stell dir vor, du wärst jetzt auf einer Grillparty und kommt jemand auf dich zu und sagt, Tarek, dein Bart oder junger Mann, dein Bart sieht sehr gut aus. Wer bist du denn? Okay, sehr gerne. Wie stellst du dich so Beruflich, aber auch im Leben so komplett vor. Erzähl uns. Mein Name ist Tarek Laus. Ich bin 32 Jahre alt, bin in Syrien zufälligerweise geboren. Und 2015 musste ich das Land verlassen und nach Europa für ein sicheres Leben und ein Leben im Worte kommen. Beruflich bin ich Jurist, arbeite in der Beratung geflüchteter Menschen. Seit 2016, Anfang 2016, habe ich in diesem Beruf angefangen bei einem psychosozialen Zentrum in Nordrhein-Westfalen in Bochum, heißt die medizinische Flüchtlingshilfe, angefangen. Dort habe ich rechtliche Beratung für geflüchtete Menschen im Asyl- und Aufenthaltsrecht angeboten und in den Projekten des Vereins gearbeitet. Ich bin beruflich nach Berlin umgezogen, habe in demselben Bereich weitergearbeitet und auch mit einer Schwerpunkt, denn mehr über den Einzelfällen hinaus in Richtung Advocacy und politische Arbeit zu dem Thema zu machen. Aber auch nebenbei mache ich auf jeden Fall die rechtlichen Beratung immer noch. Bin politisch aktiv seit Jahren. Das hat nicht in Deutschland angefangen. Das hat in Syrien angefangen, 2012, als ich gemerkt habe, unsere Revolution geht in einer bewaffneten Richtung und ich will es nicht machen. Dann habe ich gewechselt in den menschenrechtlichen oder zu dem menschenrechtlichen Bereich. Dort habe ich mit dem Roten Halbmond jahrelang gearbeitet, habe in Krisengebiete Hilfe geleistet und habe versucht, auch Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren. Und hier in Deutschland arbeite ich auch seit Jahren politisch, habe meine Arbeit fortgeführt. Ich habe die selbstorganisierte Gruppe Refugee Strike Bochum im Jahr 2016 auch gegründet oder mitgegründet, besser gesagt. Ich war der Pressesprecher dieser Gruppe und habe diese Gruppe auch mitgegründet, die ersten Demonstrationen in Nordrhein-Westfalen mitorganisiert. Und bin gerade bei der Seebrücke im oberregionalen Koordinationskreis und mache Presse- und Advocacy-Arbeit zu dem Thema. Ich bin auch beim Flüchtlingsrat aktiv und Mitglied im Vorstand hier in Berlin und auch in mehreren anderen Bewegungen und Initiativen aktiv, wie zum Beispiel die Initiative Syrian Unsafe, die zum Thema oder gegen das Thema Abschiebungen nach Syrien seit Jahren arbeitet. Eieieiei. Also, wenn du das alles noch nur in 6 Jahren oder 7 Jahren oder 5 Jahren geschafft hast, ich weiß nicht, wenn ich dich in 10 Jahren nochmal frage, was machst du, wie lange deine Anleitung dauern könnte noch? Also, Chapeau dafür. Das ist schon auf jeden Fall, das klingt nach jeder Menge Arbeit und ja.
krass, was man manchmal unter Druck oder auch ohne leisten kann. Mein Lieber, du hast gerade gesagt, zufälligerweise in Syrien geboren. Jetzt ein sehr großer Anlass in quasi deine Karriere hier in Deutschland, bist du eingebürgert worden. Glückwunsch dazu. Also du bist jetzt ein deutscher Staatsbürger, aber auch syrischer Staatsbürger. Bist du stolz drauf, Syrer zu sein? Naja, was heißt stolz drauf? Für mich das Konzept Heimat oder den Begriff Heimat insgesamt oder Zuhause bedeutet den Ort, in dem ich oder zu dem ich Verbindung habe, emotional, Familie und so weiter. Von daher natürlich habe ich meine Verbindung zu Syrien, natürlich habe ich aber auch meine Verbindung zu Deutschland. Und ich habe auch Verbindungen zu anderen Orten in dieser Welt. Ich habe genau den Begriff zufälligerweise ausgewählt, um zu zeigen, dass ich nicht daran beteiligt wurde, wo ich geboren wurde und nicht daran schuldig bin, dass ich nicht den richtigen Pass in dieser Welt habe, wo viele Machtstufen und Hierarchien herrschen, sondern es war eine Sache, wo ich keine Mitbeteiligung daran hatte. Und deswegen, das ist ganz genau so, woran geflüchtete Menschen meistens beschuldigt wurden, dass sie lieber woanders arbeiten sollen oder lieber dort bleiben sollen, wo sie geboren sind, im Vergleich aber zu Menschen, die hier geboren, aufgewachsen sind und die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Sie können überall hingehen, ohne irgendeinen Aufwand. Sie müssen einfach nur sagen, wir wollen dorthin gehen. Für mich, also vor 4 Monaten, als immer noch nur Syrer, war es nicht möglich. Und das war genau der Punkt, wo an einem Moment, als mir diese Staatsangehörigkeit ausgehändigt wurde, waren fast alle Länder in dieser Welt für mich offen. Ich könnte einfach sofort überall hingehen, ohne einen Visumantrag zu stellen oder irgendeinen Aufwand zu machen. Tarek, bist du jetzt deutscher Staatsbürger oder bist du jetzt Deutscher? Also, ich bin jetzt deutscher Staatsbürger. Ich bin Deutscher seit Jahren. Seit dem Moment, wo ich hier angekommen bin, hier angefangen habe, in dieser Gesellschaft mich zu engagieren, dieser Gesellschaft, die mich damals aufgenommen hat, dann zurückzugeben durch meine Arbeit und durch meine Hilfe, da bin ich Deutsche geworden. Und da hatte ich das Gefühl, dass ich hier angekommen bin und dass es meine Zuhause ist, auch wenn ich kein offizielles Dokument hatte. Was ist Deutsch für dich? Was ist das Deutschsein? Darüber habe ich nicht viel nachgedacht. Aber für mich, deutsch zu sein, ist einfach hier zu sein, die Werte dieser Gesellschaft mitzutragen, mich in dieser Gesellschaft zu engagieren, beruflich, aber auch ehrenamtlich, und dieser Gesellschaft zurückzugeben, aber auch aus dieser Gesellschaft was zu nehmen. Und das ist für mich meine Verbindung zu Deutschland oder Deutschsein. So sehe ich das. Also diese emotionale Verbindung zwischen mir und diesem Ort, die mein erster Arbeitsort hier, mein ersten Beruf, meine erste Wohnung. Als ich dort angekommen bin, habe ich mich als Deutsche gefühlt. Du hast gesagt vorhin, ich will nicht zu sentimental werden, aber diese Frage interessiert mich auch noch. Du hast gesagt, in Syrien habe ich sehr viele Erinnerungen, habe ich meine Familie. Soweit ich weiß, du bist in Deutschland quasi alleine, die Familie ist nicht da. Und stell dir jetzt einfach nur bildlich vor, in Deutschland würde genau das gleiche, toi toi toi, ich hoffe nicht, aber genau das gleiche wie in Syrien passieren und dann musstest du auch nochmal fliehen und dann irgendwo dorthin ankommen, wo du dich wieder nochmal diese Integrationsprozess dich begeben musstest. Bleibt diese Verbindung zu Deutschland gleich wie deine Verbindung zu Syrien?
obwohl du in Deutschland keine Familie so gesehen hast? Ja klar, also Familie ist nicht das einzige oder die einzige Verbindung. Hier habe ich Freundinnen, hier habe ich Erinnerungen, hier habe ich einfach ein Leben 6 Jahre lang bisher durchgeführt. Und diese Bilder, diese Erinnerungen, diese Momente, die schwierige, aber auch die glückliche, machen diese Verbindung, machen diese emotionale Bindung zwischen mir und dieses Land hier. Du hast eben gerade gesagt, dass als ich hierhin ankam und dann mich angefangen habe, sozial zu engagieren, Teilhabe an dieser Gesellschaft zu leisten und so weiter, habe ich mich deutsch gefühlt. Was hältst du eigentlich von der Aussage einer bestimmten Gruppe, die sagt, jeder, der hierhin kommt, hat ein Mitbringschuld mitzutragen? Das heißt, egal ob du 20, 10, 50 oder 70 bist, wenn du hier hinkommst, dann hast du dich anzupassen, dann solltest du auch diese Leitkultur akzeptieren und respektieren. Was hältst du davon? Gilt das für alle Menschen? Erstmal, was ist diese Definition von dieser Leitkultur hier in Deutschland? Das habe ich nach 6 Jahren bisher noch nicht begriffen. Ich verhalte mich als ein Mensch hier. Und es gibt schon bestimmte Werte, die alle Menschen weltweit tragen oder mittragen müssen, egal ob Deutschland, in Syrien oder woanders, dass man keine anderen Menschen beschädigen darf, wehtun darf oder irgendwas Schädliches machen darf. Das hat man überall. Man darf Menschen nicht anlügen. Man darf, also diese Werte sind gleich. Die trage ich mit mir als ein Mensch und nicht als Deutscher oder nicht als Sura. Und das ist das Allerwichtigste. Der zweite Punkt ist, so mittragen Gefühl ist sehr an der Leistungsgesellschaft orientiert in diesem Fall. Für mich mittragen Gefühl bedeutet, in dieser Gesellschaft anzukommen. Und es ist keine Aufgabe, die nur an Geflüchtete oder Menschen, die hierher kommen, so gegeben werden soll, sondern es ist eine wechselseitige Aufgabe. Diese Gesellschaft hat auch die Verantwortung, diese Menschen aufzufangen, aufzunehmen, zu unterstützen, hier anzukommen. Und dann zu fordern, dass diese Menschen sich einbringen. Und sich einbringen bedeutet dann nicht, im Sinne von, wie viel Steuer bezahlt jeder. Es gibt auch menschenrechtliche Aspekte, es gibt viele andere Sachen. Und deswegen sehe ich eine große Gefahr, dass das Konzept von Integration, was gerade entwickelt wurde, ist eher auf sehr wirtschaftliche und Leistungsebene gehalten wurde. Dabei ist aber ein sehr wichtigen Teil vergessen wurde. Und zwar einfach die Werte, die Menschen mittragen und wie diese Menschen in Verbindung zu dieser Gesellschaft kommen sollen. Da wurden nur Aufgaben an geflüchtete Menschen gegeben, aber auch nicht gesehen, welche Verantwortung diese Gesellschaft trägt. Und deswegen würde ich über Inklusion in dieser Gesellschaft sprechen. Tarek, du engagierst dich sehr stark schon sehr, sehr früh, als du kurz nachdem du hier angekommen bist, dich niedergelassen hast und dich einigermaßen zurechtgefunden, hast du dich direkt für geflüchtete Menschen engagiert. Bevor ich die Frage stelle, was ist für dich eine gerechtere Sprache? Flüchtling oder geflüchtet? Also eine gerechtere Sprache ist Menschen. Flüchtling oder geflüchtet sind einfach Adjektive. Aber Menschen ist das Hauptwort. Und wir müssen nicht vergessen, dass wir mit Menschen zu tun haben. Das ist für mich den Hauptbegriff in diesem Fall. Und deswegen unterscheidet es sich nicht, ob Menschen sich für geflüchtete Menschen engagieren, für obdachlosen Menschen engagieren, für Menschen mit Behinderung engagieren oder in irgendeinem anderen Bereich. Ich sehe uns als eine große Gesellschaft und wir als eine Gesellschaft tragen Verantwortung für Gruppen in unserer Gesellschaft, die einfach auf unsere Hilfe angewiesen sind, egal wer.
Und jetzt? Und in der idealen Welt müssen wir als eine Gesellschaft für diesen Menschen sorgen. Meine Entscheidung war geflüchtete Menschen, weil ich selbst diese Erfahrung hatte. Es gibt andere Menschen, die sich für andere Gruppen engagieren. Hauptsache, wir machen eine Gesellschaft, eine Miteinander aus, die zusammenhält. Genau das, was ich ein bisschen interessant finde, ist, dass du dich sehr schnell engagiert hast, obwohl ich würde mal fast behaupten, da ich die gleiche Erfahrung machen durfte geflüchtet sein, Thema Integration und so weiter. Wir kommen gleich dazu. Aber was mich interessiert ist, wie kamst du auf die Idee zu sagen, okay, ich bin zwar seit fast einem Jahr hier in diesem Land, ich komme gerade zurecht und doch, ich muss aber was dann für die anderen tun. Solltest du dich nicht oder hättest du dich nicht lieber erstmal auf dich fokussieren sollen? Naja, Menschen sind unterschiedlich in diesem Fall. Es gibt Menschen, die sich auf sich selbst fokussieren, indem sie helfen. Und es gibt Menschen, die sich auf sich selbst fokussieren, indem sie für sich selbst sorgen. Ich komme aus einer Gesellschaft, in der die Gesellschaft insgesamt eine wichtige Rolle hat als die individuellen Menschen. Das heißt, diese Gesellschaft, zum Beispiel in Syrien, wird nicht, also die Basis ist die Gesellschaft, die aus individuellen Personen basiert ist und nicht im Gegenteil. Und deswegen alle haben die Aufgabe, für das Ganze zu sorgen oder den ganzen Kontext zu sehen. Für mich, also ich habe für mich gesorgt. Ich habe auf jeden Fall, also ich mache es auch selbst. Ich habe Hobbys, ich mache Sport, ich mache ganz viele Sachen. Aber mir macht es Spaß, in diesem Bereich zu arbeiten. Es ist keine Aufgabe. Man nennt es Menschen, die sehr, sehr gerne helfen und zu viel helfen. Die haben so eine Helfsyndrom. Hast du sowas? Nee, das ist ein ganz anderer Unterschied. Ich helfe nicht, damit ich für mich beweise, dass ich gut bin. Mir geht es gar nicht darum, zu beweisen, wer gut und wer schlecht sind. Mir geht es darum, die Verantwortung zu tragen, die wir alle haben. Und das ist einfach der Unterschied. Es geht gar nicht um ein Health Center in diesem Fall oder so weiter, sondern ich sehe, dass ich der Verantwortung trage. Ich bin zufälligerweise nicht ertrunken wurde auf dieser Reise, nicht gestorben wurde wie viele andere Menschen. Ich bin hier in Sicherheit angekommen. Ich habe die Sprache schnell gelernt. Innerhalb von 6 Monaten sprach ich Deutsch. Und da sah ich, bei mir eine große Verantwortung, diese Menschen zu unterstützen, die noch nicht das erreicht haben, was ich erreicht hatte. Auf der anderen Seite ist es auch keine Anspruch oder Aufgabe, dass diese Menschen genauso schnell das erreichen, wie ich das erreicht habe. Menschen haben unterschiedliche Fähigkeiten. Wahrscheinlich sitze ich tagelang an irgendeine kleine mathematische Sache, die ich gar nicht lösen kann, weil ich nicht die Fähigkeit habe. Ich hatte aber die Fähigkeit, die Sprache zu lernen und da ich Jurist bin, dann dieses juristische Denken mitzubegreifen, wie das System hier funktioniert und mich in diesem Bereich zu engagieren. Wir kommen zu einem, wie ich finde, übergeordneten Thema, und zwar Thema Integration. Wie definierst du Integration in deinen Weltanschauung, Tarek? Ich weiß nicht, ob ich über Integration reden würde. Also ich würde gerne über Inklusion reden, weil Inklusion gibt die Aufgaben an unterschiedlichen Stellen. Diese Gesellschaft hat die Aufgabe, wie gesagt, diese Menschen aufzunehmen und dazu zu sorgen, dass sie hier ankommen. Natürlich nicht nur die Zivilgesellschaft, sondern auch die rechtliche Ebene, Gesetzgebung und so weiter. Und auf der anderen Seite, die Menschen haben die Verantwortung, hier anzukommen, die Werte dieser Gesellschaft mitzutragen und dann irgendwann, wenn sie in der Lage sind und wenn alles gut läuft, dann zurückzugeben. Es gibt keine Person, die sich weigert oder verweigert, einer Gesellschaft zurückzugeben, die sie im Vorfeld was gegeben hat. Und das sehe ich tagtäglich durch meine Bereitung. Aber es gibt wohl diese Menschen, Tarek. Es gibt wohl diese Menschen, die die sogenannte Parallelgesellschaft bilden und in deren Blase leben. Und
Naja, in der Und so Blase zu leben großartig ist. von politischen und sozialen Geschehen mitzubekommen. In der Blase zu geben, es ist nicht Widerspruch zu dem, was ich gesagt habe. Menschen dürfen in Blase leben. Ich lebe in meiner Blase. Und zwar die Blase von links positionierten Menschen, mit denen ich arbeite. Das ist auch eine Blase. Weißt du, und das ist auch so eine Parallelgesellschaft, in der ich mein Leben lebe und sehe, wie ich mich mit Menschen verhalten möchte und wie das idealerweise laufen soll und mitmache. Und das ist ganz gut. Also, das ist an sich kein Widerspruch, solange ich die anderen Gruppen nicht ausgrenze. Was aber passiert, ist eine Ausgrenzung für diese Gruppen. Hätten die Menschen hier ankommen können, oder wären sie hier angekommen und diese Gesellschaft die Aufgabe getragen hat, dann hätten sie sich nicht in einer bestimmten oder nur unter sich verhalten. Da müssen wir einfach schauen, wo war diese Gesellschaft auf gesetzlicher Ebene, aber auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene, daran verantwortlich, dass diese Menschen nicht angekommen sind. Da du diese Integration quasi erlebt hast und quasi diese politische Stimmung, wie Integration hier in Deutschland verstanden wird, erfahren und quasi durchlebt hast, was ist das fundamentale Merkmal, was du an die politische, quasi an diese ja, quasi die politische Strategie, was Integration angeht, was du gerne ändern willst. Wenn du eine Sache ändern will, wo, ändern könntest, was wäre dann das? Die Beteiligung der betroffenen Personen an das Konzept oder an der Bearbeitung dieses Konzepts. Integration wird in Büros beschlossen, was das bedeutet, viel entfernt von der Praxis, viel weit weg von der Praxis. Betroffene wurden nicht beteiligt, es wurden nur Aufgaben geteilt, ohne zu sehen, welche Bedürftigkeiten haben die Menschen mitgetragen, aus welchen Kontexten kommen sie und so weiter. Die einzige Sache, die das Ganze lösen wird, glaube ich, diesen betroffenen Menschen an dem Konzept zu beteiligen, und das wird einfach viel besser funktionieren. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Überleitung jetzt zu dem, was ich dich fragen möchte. Und zwar genau das wolltest du tun. Also du wolltest dich auch beteiligen, also du wolltest dich beteiligen an diese politische, an die Integration, an die Integrationspolitik. Und zwar indem du dich im Frühjahr 2020 für eine Kandidatur zum Bundestag Abgeordnete für die Grünen 90, Bündnis 90 quasi kandidiert hast. Wie kamst du überhaupt dazu? Viele Menschen sagen, ach, der hat es nur gemacht, damit, oder die Grünen haben ihn unterstützt, nur damit sie deren Image ein bisschen noch mehr polieren und damit sie sich besser sozial zeigen, gucken, dass sie so stark für Flüchtlinge, für die, also dass sie sich überhaupt für die Mittelschicht oder auch eine unteren Schicht, sage ich mal, jetzt ganz vorsichtig in Anführungsstrichen interessieren, weil die natürlich abzielen auf die Bundestagwahl, was jetzt geschehen ist im September 21. Was kannst du erzählen dazu? Es gibt hier zwei Fragen oder zwei Ebenen. Die erste, diese politische Partizipation, fordere ich also direkt nach meiner Ankunft mit der ersten politischen Aktion, die ich in Bochum gemacht habe. Ich saß vom Bochumer Rathaus 17 Tage und Nächte in einem Zelt mit vielen anderen Menschen, um dieses Aspekt zu fordern und einfach mitbestimmen zu dürfen. Und das habe ich erreicht. Ich habe aber auch durch die Entwicklung meiner Arbeit gesehen, dass egal wie viel ich zivilgesellschaftlich erreichen kann, es gibt eine Blockadehaltung. Es gibt eine Bundespolitik, die bestimmt, was passieren wird und was nicht passieren wird. Und dass meine Stimme dort nicht vertreten ist.
Und das war genau mein Ziel durch die Kandidatur. Ich habe gemerkt, was dieser Bundespolitik auch einrichten kann. Und das zum Beispiel die Situation im Mittelmeer, die Situation auf den griechischen Inseln, zu denen ich seit Jahren arbeite, sich nicht ändern würde, ohne dass es einen Aspekt im Bundestag kommt, die einfach das mitträgt und miterlebt und gesehen hat, was das bedeutet und versucht, im Bundestag oder durch den Bundestag und gesetzliche Beschlüsse was zu ändern. Und das war genau mein Ziel in diesem Fall. Deswegen habe ich ganz genau zu dem Bundestag oder für den Bundestag kandidiert und nicht woanders. Bei den Grünen gab es schon eine Geschichte. Also eine der ersten Parteien, mit denen ich eine Verbindung hatte in Deutschland, waren die Grünen. Und ich habe mit denen jahrelang gearbeitet. Und deswegen war das auch der Ziel, wo ich kandidieren wollte. Auf der anderen Seite, denn die Entscheidung dieser Kandidatur ist von mir ausgegangen und nicht von den Grünen. Also ich verstehe diesen Aspekt, aber das ist ein Aspekt, die das Ganze nicht sieht. Da sieht eine Person mit einer Fluchterfahrung, die für den Bundestag kandidiert in der politischen Partei und kann also so ein Vorwurf kommen. Man sieht aber nicht, dass ich bei den Grünen kandidiert habe und diese Entscheidung von mir ausgegangen ist. Auf der anderen Seite, es gab viele andere Möglichkeiten. Also man hätte woanders kandidieren wollen. Aber die Partei, wo ich politisch zu Hause mich fühle, sind die Grünen. Und deswegen, das war meine Entscheidung. Ich möchte jetzt eine entweder extrem rechte oder Mitte rechte Position einnehmen und dich gerne kritisch fragen. Du bist hier hingekommen, du hast die Sicherheit von uns bekommen, du hast die Unterstützung bekommen, du konntest dich auch politisch engagieren und so weiter und du hast so viel erreicht. Reicht dir das nicht? Warum willst du, du bist so habgierig, dass du immer mehr willst. Man gibt dir einen Finger, du willst den ganzen Arm. Was soll das? Das alles, was du hier in Deutschland gemacht hast und immer weitermachst, hättest du in deinem Land nie dir erträumen können zu machen. Ja, cool. Nee, stimmt das? Stimmt das? Ich würde mich aber an die Werte und die Menschenrechte messen und nicht an eine Gesellschaft wie in Syrien, wo eine Diktatur herrscht. Da dort viele Sachen nicht möglich waren, bedeutet nicht, dass jetzt mir zugute das gegeben wurde. Also lass uns das einfach ein bisschen differenzieren. Es ist ja ganz gut, dass die Menschen hier ankommen können. Das ist aber ein Recht, was gesetzlich verankert wurde, und zwar das Recht auf Asyl. Und wenn wir das als ein Recht sehen, dann ist das kein Gefallen mehr, sondern eher ein Anspruch, wenn die Menschen bestimmte Situationen haben, dürfen in andere Länder gehen und dann Asyl oder Schutz beantragen und dann wird das gewährt. Und das ist genau, was mit mir passiert. Auf der anderen Seite, ich fordere nicht, was ich nehmen würde, sondern ich gebe. Wenn ich genau zu den Themen arbeite und das zurückgebe oder meinen Aspekt da beteilige oder beteiligen lasse an diesen Themen und die Menschen merken nach einem Jahr oder zwei Jahren, dass zum Beispiel das Thema Integration besser funktioniert, dann habe ich diese Gesellschaft noch vieles zurückgegeben und nicht nur die deutsche Gesellschaft, sondern auch die geflüchteten Menschen hier zurückgegeben, weil sie ganz genau dazu kommen, in diese Gesellschaft ankommen zu können. Und deswegen, lass uns einfach das definieren. Nehme ich was, wenn ich politisch arbeite, oder gebe ich was? Ich sehe es anders, ich gebe was. Aber jetzt so gesehen, wie du sagst und wie du dich für geflüchtete Menschen und Menschen auf der Flucht und Menschen quasi an den Grenzen verschiedenen Ländern auf dieser Erde wie du denen hilfst und so weiter in verschiedenen auf verschiedene Art und Weise, würdest du wirklich für jeden von denen, von jedem Einzelnen für den bürgen und unterschreiben, dass sie wirklich nach deren
sag ich mal, in Anführungsstrichen, Integration, dass sie wirklich dem Land zurückgeben, wo sie dann angekommen sind, abgesehen davon, ob es Deutschland, USA, Holland oder Schweden ist? Jeder gibt. Also es ist auf jeden Fall eine ganz logische Sache, dass jeder die Gesellschaft zurückgibt. Lass uns aber zurückgeben definieren. Zurückgeben heißt nicht unbedingt, dass die Menschen arbeiten müssen, Steuern zahlen müssen. Ja, natürlich. Also das passiert und keiner verweigert sich zu arbeiten in diesem Fall, wenn die Person das kennt. Es handelt sich aber auch um Werte zurückzugeben, um diese Gesellschaft mitzutragen. Es gibt viele Menschen, die ab dem ersten Moment zurückgeben, auch wenn sie nicht arbeiten und nicht die Sprache sprechen, indem sie sich in deren Communities engagieren, indem sie diese Werte in der Community verbreiten, indem sie einfach was an die Community zurückgeben, dann helfen die dieser Gesellschaft bei dem Thema Inklusion. Lass uns das einfach ganz anders machen. Es gibt viele Menschen, die nur ehrenamtlich arbeiten, aber dadurch auch ganz, ganz viel geben und viele Menschen helfen. Lass uns auch diesen Leistungszweck rausgehen. Es handelt sich um eine Gesamtgesellschaft, ja, die wir zusammen tragen müssen. Es handelt sich um ein Miteinander. Und Arbeit und das Thema Arbeit und so weiter ist ein Teil und ist ein sehr wichtiger und Bestandteil dieser Gesellschaft, oder um diese Gesellschaft zurückzugeben. Aber es ist nicht das Ganze. Es gibt viele andere Aspekte. Aber meinst du, dass die alleinerziehende Susanne, die in der Pflege arbeitet und jeden Monat Übermaß an Überstunden macht und jeden Monat auch brav ihre Steuern abgibt, diese Aussagen von dir feiern würde? Weil du sagst, okay, es muss nicht nur Steuern sein und nicht nur Geld und Arbeiten sein, sondern auch Werte. Die würde vielleicht sagen, die Werte würden mir in meiner Rente nicht so viel nutzen. Sehe ich. Ich meine aber auch, dass der Obdachlose Max das feiern würde. Es geht nicht nur um Geflüchtete. In dieser Gesellschaft gibt es viele Gruppen, die an dieses Leistungssystem sich nicht beteiligen können. Und wer das machen kann, muss das machen. Da müssen wir aber die Hintergründe sehen. Und ich sage nicht, dass Menschen nicht arbeiten müssen. Ich sage, dieses Zurückgeben muss nicht nur an Steuern und Arbeiten orientiert werden. Es gibt auch Werte und Rechte. Es gibt einen Rechtsstaat, es gibt eine Demokratie. Und wenn man hilft, dieser Demokratie mitzutragen, die Werte dieser Gesellschaft mitzutragen, dann trägt man einen großen Teil in dieser Gesellschaft mit. Tarek, was mich noch interessiert, selber als Zweisprachler, ich verfolge ein bisschen so spaßhalber und auch mit mittelmäßigem Interesse, sage ich mal, manchmal die Reden in dem Bundestag und wie die verschiedenen Parteien und deren Mitglieder da einmal auftreten und eine Rede halten. Wie hast du dir das bitte vorgestellt, wenn du zum Beispiel Herr Gysi, Lindner, Habeck oder Sarah Wagenknecht oder wie sie alle heißen, dir vorstellst, wie sie reden und dazwischen wird gequatscht oder die Witze werden über sie gemacht und so weiter. Wie hast du dir das vorgestellt? Wie hast du es visualisiert, dass du da auch dich hinstellst und sprichst? Hast du dann darüber nachgedacht? Ich habe auf jeden Fall darüber nachgedacht. Also ich habe sogar noch weiter nachgedacht, wie zum Beispiel eine AfD-Abgeordnete in meiner ersten Rede im Bundestag reagieren würde und was sie sagen würden und was ich sie antworten würde. Das ist so. Ich habe es mir aber auch vorgestellt, wie meine Rede bei den demokratischen Parteien ankommen würde. Und dass ich versuche, meinen Blick auf die Sachen bei denen einfach zu verbreiten, dass sie sehen, wie ich die Sachen sehe, weil es ein ganz anderer Aspekt, als sie das sehen. Und wahrscheinlich kommen sie auf die Idee, das haben wir anders gesehen, aber du siehst das breiter, weil du selbst die Erfahrung hattest. Das habe ich mir auch vorgestellt und das war mir viel wichtiger. Vertrittst du mit mir dieser Meinung, dass egal wie
wie gut ein Zweisprachler eine zweite Sprache gelernt hat und ausgesprochen hat, immer noch unter dem Muttersprachler bleibt? Naja, also ich merke, dass ich noch nicht auf Muttersprachlerniveau bin. Das merke ich auf jeden Fall. Abgesehen jetzt von dir, aber es gibt tatsächlich entweder von AfD, aber auch von anderen Parteien, die sagen, ich würde jetzt jemanden wählen gehen, der sogar nicht mal die deutsche Sprache wirklich wortgewandt ist. Nicht mächtig, du bist schon mächtig in der deutschen Sprache, sondern wortgewandt. Und eloquent bist du auch, aber das. Ich glaube, du verstehst, was ich meine, und entschuldige die freche Frage. Nee, richtig. Also das ist auch eine Meinung. Die gibt es ja. Ich orientiere mich an die Fähigkeiten der Menschen und was die Menschen weitergeben können. Und das ist für mich wichtig. Für mich die Sprache ist eine Möglichkeit, dass Menschen sich ausdrücken können und sich mit der Umgebung verständigen, solange es passiert. Dann ist das wichtig und gibt es keine Ausgrenzung. Ich würde niemanden so beschämen, weil die Person die Sprache nicht perfekt spricht. Es gibt viele deutsche Personen, die auch deren Sprache nicht perfekt sprechen. Ich bekomme immer noch so viele Hassnachrichten und Drohungen und so weiter. Und so, was ich immer mache, ich lese diese Nachrichten und sehe Sprachfehlern, dann schreibe die Nachricht nochmal wieder, korrigiere die Sprachfehlern und schicke das an die Person zurück, um zu sagen, so witzigerweise, hast du das ganz genau gemeint, um die Fehler eher mit großen Buchstaben zu korrigieren und so weiter. Das mache ich nur in diesem Fall. Das mache ich aber niemals, wenn eine Person versucht, ein Thema zu erklären, sondern ich habe auch die Verantwortung zu versuchen, diese Menschen zu verstehen. Das ist auf die eine Seite. Und ich würde keiner Menschen ihre Fähigkeiten absprechen, nur weil sie die Sprache nicht hundertprozentig sprechen. Also wie gesagt, wenn wir in Breite der Gesellschaft sehen, es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die diese Sprache hundertprozentig korrekt sprechen und es liegt an die Sprache. Auf der anderen Seite, ich merke, dass ich, wie gesagt, also noch nicht Muttersprachler bin, aber das ist nicht meine Schuld. Also ich tue mein Besten. Und nicht, weil es sehr wichtig ist oder nicht nur, weil es sehr wichtig ist. Ich kann mich verständigen, ich kann politisch arbeiten. Ich schreibe auch hochdeutsch-juristische Anträge oder auf Hochdeutsch. Also das überfordert Menschen, die hier geboren sind, manchmal diese juristischen Anträge. Aber auf der anderen Seite, ich merke, wie ich auf Arabisch schreiben würde, weil ich auf Arabisch, also meine Art, meine Kreativität zu zeigen, ist Texte zu schreiben, Geschichten, Gedichte und so weiter. Das ist ein großer Unterschied und das ist noch nicht die Niveau, wo ich ein Gedicht auf Deutsch schreiben kann, in dem gleichen Maßen oder in der gleichen Qualität, wie ich das auf Arabisch mache. Das wäre mir wichtig, aber alles andere, ich kann mich verständigen, ich drucke mich aus, ich habe die russische Sprache und die beherrsche ich. Von daher gibt es da keine weitere Aufforderung. Sogar ich habe die höchste, also offiziell zertifiziert, die höchste deutsche Sprachniveau habe ich als Zertifikat. Du hast gerade eben so lustig beschrieben, wie du dich über Hassnachrichten amüsierst und wie du dich quasi die Nachrichten korrigierst und so weiter. Gut, dass du dich darüber amüsieren kannst und nicht aufregen kannst. Also das ist eine Kunst an sich. Muss man auf jeden Fall Ich rege mich beherrschen. aus. Ah, Ja, ich rege okay. mich auch manchmal. Ja, Ne? gut. Gut. Sonst wärst du kein Mensch, glaube ich. Ja, klar. Aber genau, aber da bin ich auf etwas quasi jetzt wieder zugekommen. Und zwar, wie kamst du dazu? Wir haben jetzt über deine Kandidatur gesprochen, aber diese Kandidatur wurde nicht mit einem, sage ich mal, jetzt mit einem gut erwarteten Ende geglückt, sondern du musstest deine Kandidatur zurückziehen und das ist zu mehreren Gründen. Aber was mich wirklich interessiert, wie kamst du psychisch damit
Zu Recht. Naja, alleine zu verstehen, dass meine Arbeit sich nicht beendet hat, hat mir ganz viel geholfen. Ich bin aus der zivilgesellschaftlichen politischen Arbeit gekommen, in die Parteipolitik. Und die Kandidatur war eine Möglichkeit, um meinen Aspekt in der Parteipolitik beziehungsweise in der Gesetzgebung zuzugeben. Dass ich meine Kandidatur zurückgezogen habe, ist für mich nicht das Ende. Ich arbeite weiter politisch. Es ist nur eine Planänderung gerade, die an der Realität leider angepasst wurde, dass ich noch nicht so weit bin, in den Bundestag anzukommen, und zwar nicht zu meinen oder nicht durch meine Schuld, sondern durch den Schuld dieser Gesellschaft. Also nicht die ganze Gesellschaft natürlich, aber das, was ich erfahren musste. Das ist nicht normal und darf nicht normalisiert werden. Deswegen sehe ich auf die erste Seite, ich habe natürlich es verloren, dass ich das erreichen könnte, was ich erreichen würde zu den Themen, zu denen ich arbeite. Aber auf der anderen Seite, ich arbeite zu den Themen weiter, ich engagiere mich weiter, und das ist nur ein Zwischenstopp, was ich hatte. Was die Jahre mitbringen, weiß ich selbst nicht, weiß keiner. Wie das in 4 Jahren, in 8 Jahren sein wird oder nicht, kann ich noch nicht darüber sprechen. Aber womit ich hundertprozentig sicher bin, ist das, dass meine politische Arbeit niemals aufhören würde. Ich habe als eine migrantische Person, als eine geflüchtete Person in dieser Gesellschaft keine andere Wahl. Ich sehe, wie Rassismus in unsere Strukturen verankert. Ich sehe die Unterschiede bei den Rechten und Ansprüchen. Und ich habe eine ganz andere Vision von einer Welt, von einer Gesellschaft, die ich gerne umsetzen möchte. Und daran würde ich einfach arbeiten. Ich habe keine anderen Wahl in diesem Fall. Die Menschen, die in Hanau erschossen wurden, waren nicht politisch aktiv. Und deswegen, diese Bedrohung, die auf mich gekommen ist, bezieht sich nicht auf meine politische Aktivität. Deutschland hat ein Rassismusproblem seit Jahren. Geflüchtete Menschen wurden jederzeit angegriffen und nicht erst seit 2015. Angriffe an geflüchteten Unterkünfte passieren seit Jahrzehnten in diesem Land. Und deswegen sehe ich nur, dass diese Bedrohung, die bei mir genau angekommen ist, ist einfach die Wechselung meiner Position von einer individuellen Person zu einer Zielscheibe zu Hass und Rassismus gegen geflüchtete Menschen, die alles oder die komplett auf mich gerichtet wurde. Als so in der Öffentlichkeit wahrgenommene Vertreter für diese Gruppe von Menschen. Tarek, muss jeder dann laut deiner Definition, jeder Mensch mit Migrationshintergrund oder Fluchtgeschichte sich sozial oder politisch engagieren? Und wenn nein, dann ist der schuld oder wie meinst du das? Es gibt keine Muss. Ich sehe bei mir selbst als einer Person mit meinen Fähigkeiten, mit meiner Energie, das ist ein Anspruch, den ich auf mich selbst mache, mich politisch zu engagieren, weil ich eine Vision habe und weil ich gerne an dieser Vision oder an der Umsetzung dieser Vision arbeiten möchte. Darum geht es mir. Es ist keine Muss, dass jeder sich engagieren muss. Es gibt aber auch ganz viele, die sich engagieren. Was ich sehe, ist eine Verantwortung, weil ich die Reichweite habe, weil ich eine Plattform habe, weil ich juristisches Wissen mittrage, weil ich ganz viele Sachen habe und weil ich auch die Erfahrung habe. Und das in Kombination miteinander gibt mir eine Verantwortung, das weiterzutragen. Es würde mir selbst nicht helfen und keine andere helfen, wenn das Wissen bei mir konzentriert bleibt. Sogar es wird zu einer besseren Gesellschaft und zu einer besseren Welt tragen oder sorgen, wenn dieses Wissen, was ich habe, verbreitet wurde. Und dadurch auch die guten Sachen umgesetzt wurden. Ich sage nicht, dass das alles perfekt ist. Ich bin am Ende ein Mensch. Aber die guten Sachen können umgesetzt werden. Und die Sachen, die ergänzt wurden, können ergänzt werden. Das ist einfach meine Verantwortung als eine Person in dieser Gesellschaft. Und meine eigene Verantwortung und den Anspruch, den ich auf mich selbst habe. Vielen Dank, Tarek Al-Aus, für das Interview. Und anschließend
Nach dem Interview stelle ich sehr gerne meinen Gästen die drei berüchtigten Fragen und angefangen direkt mit der ersten Frage. Wie beschreibst du dich in 5 Eigenschaften, Tarek? Oje. Hartnäckig, motiviert, sehr konkret. Es ist schwierig. Manchmal lustig, nur manchmal. Und versuche nett zu sein. Was ist der Satz oder das Motto des Lebens von dir? Hast du einen? Ich habe eins. Auf Arabisch sagen wir Karamat al-Insan Musana. Auf Deutsch sagen wir, die Würde des Menschen ist unantastbar. Was würdest du... Stell dir vor, ich würde dir gleich die Zeitmaschine geben und du könntest die Zeit drehen und zu dem 10-jährigen Tarek zurückgehen. Was würdest du ihm mit deinem Wissensstand sagen? Der soll noch viel mehr Schach spielen. Schach spielen. Ja. Cool. Da hast du dich bestimmt jetzt sympathisch gemacht. Dankeschön. Ja, ich spiele Schach seit Jahren tatsächlich. Okay. Und für mich, ja, ist das so. Cool. Mit diesen Worten würde ich dann das Interview beenden. Aber ich beende das Interview nicht selber, sondern du und mit deinen Worten. Stell dir vor, ich würde dir das magische Handy geben, mit dem du eine Nachricht an alle Menschen da draußen, egal wo sie leben, egal welche Sprache sprechen, egal welche Hautfarbe sie mit sich tragen. Die würden deine Nachricht, deine SMS verstehen. Was würdest du denen allen zukommen lassen? Mit einem Satz. Lasst uns als Menschen gegenseitig sehen und genauso behandeln. Nur als Menschen. Alles andere spielt keine Rolle. Ich bedanke mich sehr für deine Zeit. Das war's so, mein Lieber. Ich bedanke mich auch bei dir. Ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat. Sehr gerne. Sehr, 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 sehr gerne. Könnt ihr eure Meinung uns schreiben, DM schreiben oder unten in den Kommentaren. Egal wie, Hauptsache sachlich und friedlich. In dem Sinne, macht's gut, bleibt sicher. Das war's schon wieder mit Deutsch-Arabisch. Bis bald. كان معكم عامر في عربي ألماني. استنونا بالحلقات الجاية.